Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von vom Bausimulator. Wir sind gerade dabei, hier den Graben auszuheben. Gucken, dass ich nicht zu weit wegfahre, sonst komme ich da nämlich nicht mehr dran. Da hat hier leider nicht die Riesenreichweite. So, musste feststellen, dass der Bagger hier nicht die erste Wahl ist für unser Vorhaben. Aber das ist mir dann auch erst aufgefallen, als ich halt am Baggern war. Ja, sowas lernt man halt Learning by Doing, ne? Muss halt nächstes Mal weiß ich es dann, dass wir da besser auf andere Bagger zurückgreifen. Kettenbagger. Weil die brauche ich nicht immer in den Fahrmodus zurücksetzen. Sondern, ups. Sondern setz einfach zurück. Und der Vorteil, den der Bagger hier hat, ist natürlich, er ist günstig. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Kostet deutlich weniger als die anderen. Und wir konnten ihn einfach hinfahren, ne, ohne dass man sich in irgendeiner Form mit Anhänger oder so rumplagen musste. Ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Aber er hat halt eine relativ kleine Schaufel und ist. Wir müssen ihn immer wieder in den Fahrmodus versetzen. Wenn wir den halt versetzen wollen. Müssen wir denn? Wir haben natürlich noch ein ordentliches Stück, ne? So. Wieder ein paar Meter zurück. Und weiter geht's. Oh, halb voll nur, aber egal. Egal. Ja, ich glaube, in der heutigen Folge werden wir nicht viel anderes tun als baggern. Fürchte ich. Aber es ist halt der Bausimulator, ne? So.
haben jetzt 16%. Hier steht doch nichts dazu, wie tief der sein soll, ne? Hallo. Und der hakt immer mal wieder sehr, sehr gerne ein. Und kann ich mal so ein bisschen Erde wegdrücken? Prozent. So. Wäre natürlich schick, wenn das ein bisschen heller wäre. Aber ich muss hier leider irgendwie die Nacht durcharbeiten, ne? Also ich habe noch nie was gefunden, wo ich sagen könnte, Nacht überspringen. Falls ihr da was wisst, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich Tag-Nacht-Modus in den Einstellungen vielleicht ausstellen? Das Gefühl, dass wir noch deutlich tiefer müssten, aber... Ja, wir haben fast die Hälfte und sind bei 19%. Wir müssten ja eigentlich auf fast 50% jetzt schon sein, ne? Wenn man die Jetzt wird's hell, sehr schön. Jetzt wird Tag. Ich überlege, ob ich noch zum Kettenbagger wechseln soll. Kosten hin oder her. Die haben aber einfach auch halt die deutlich, deutlich größere Schaufel, ne?
Ich glaube, wir machen das. So, dann fahren wir den nämlich mal gerade auf Seite. So. Betreten. So, dann machen wir mal den Raupenbagger. Oder wir gehen hier mal auf den... Machen wir Filter. Hier auf den Raupenbagger. Der ist nochmal eine Nummer größer. Kostet mehr, aber den würde ich jetzt auch mal... Ja, will ich. Schnellreise wäre gut gewesen, ne? Machen wir die Schnellreise. Ja, der ist mal noch mal eine andere Hausnummer. Dann transportieren wir den jetzt nämlich gerade zur Baustelle. Muss gerade gucken, wie mache ich denn das nochmal? Firma, Fuhrpark, der hier. Den können wir eigentlich zurückgeben. Da muss ich wahrscheinlich aussteigen, ne? Sonst kann ich das gar nicht. Firma, Fuhrpark. Ich will den nicht einlagern, ich will den transportieren. Nee, nicht zurückgeben. Zurücksetzen, Kamera. Hä? Lichtkamera. Schnellreise. Ist der mit Bagger oder ohne? Mit. Sehr gut. So, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Da können wir doch viel besser mitarbeiten. So. Da können wir doch jetzt was mit anfangen.
ganz andere Reichweite. Der ist schon nochmal eine Hausnummer größer, auch als wieder der rote, den wir da hatten, ne? Schon sieht es mit dem Graben ganz anders aus. Ha, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ups, falsche Richtung. So, dann machen wir jetzt nämlich entsprechend tiefer. Kann ich einfach noch ein Stück vorfahren. So. Dass wir hier mal einen richtigen Graben hinkriegen. Schon schnellen die Zahlen förmlich nach oben. Normal würde er den Hügel da einfach zur Seite drücken, aber es ist halt nur ein Simulator. So, sehr schön. Dann kriegen wir die 50% auch hin. Ups. Hopp. Nee, nee, nee. So nicht. So nicht. Sehr gut. So hat das Ganze doch Zukunft. Da wären wir mit dem anderen, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel länger dran gewesen. Haben wir schon 10% mehr in der sehr viel kürzeren Zeit. So. Und wie ich sehe, ist die Zeit aber auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und auch ihr seid zufrieden mit unserem Baggerwechsel. Und ja, mit dabei, wenn wir dann jetzt
denke ich doch mal, in der nächsten Folge unseren Graben fertig ausheben können. In diesem Sinne, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.